Ja, moin Leute, euer Vionix am Start. Wir spielen ein Ründchen Galakrond und schauen mal, was so geht. Und gucken, ob wir highrollen können. Ich lege hier los mit, ich starte eigentlich gerne First Turn Hero Power, aber aktuell ist mir das Meta zu schnell. Und ich habe Angst, deswegen zu viel Damage zu bekommen. Optimal wäre der Tavern ein Spell für 2 Gold, für die man eine Unit bekommt, aber das kann ich nicht machen. Also werde ich hier nur so spielen. Ist schwierig, aber muss leider. Er hat sich für Spells entschieden, auch spannend. So. Ich sag mal so. Wir können. Na. Wir können diese Runde leveln und kriegen einfach einen 2-Drop angezeigt. Dann müssen wir nicht Hero powern. Oder wir machen halt so. Liebiger 2-Drop. Freezen das. Und hoffen, dass wir gleich, wenn wir leveln, eine Rubien irgendwann finden. Weil dann sind wir auf einmal doch ein bisschen stärker. Das ist lucky, weil so machen wir auf jeden Fall das Unentschieden. Gut gelaufen für uns. Ja, Galakrond ist schwierig. Ich, wie gesagt, eigentlich Hero Power ich gerne Turn 1, aber ich spiele jetzt hier mal ein bisschen eher Farm Curve technisch so ein bisschen. So. Wir wissen das. Wir haben Double Token quasi. Dann lasst uns doch auch irgendwie Double Token nutzen. Genau, das in das Free Drop verwandeln. Egal, was wir für einen nehmen. Und freezen. Und dann schauen wir mal. Ja. Leute, wenn ihr das Video hier seht, bin ich wahrscheinlich in den USA unterwegs. Ich bin auf Dienstreise. Deswegen fallen die Streams leider diese Woche aus. Wie gesagt, ihr seht das Video. Ich versuche hier noch vor meinem Abflug Videos für YouTube zu produzieren. Aber ich bin währenddessen unterwegs. Und da ich hier einen festen Desktop-PC habe, kann ich auch unterwegs keine Videos produzieren. Laptop oder so habe ich leider nicht. Deswegen hoffe ich trotzdem, ihr habt Spaß auf YouTube. Und wenn ihr Bock habt auf Livestreams, dann lasst trotzdem gerne auf Twitch ein Follow da. Weiter geht's da. Ab dem 8. Februar sollte ich wieder da sein und dann legen wir wieder los. So. Hier werde ich leveln. Gefallen mir alle nicht. Auch ein Pair ist aber ganz okay. So, wenn wir nächste Runde einen Champion of Primus finden, das ist der Untote, der mit Rache 3, glaube ich, ist das, oder Rache 4, plus Attack für alle Untote macht als Aura. Der wäre natürlich super mit Double Bonehead und Double Scalywag. Sehr viel Rachemöglichkeit, was Scaling angeht. Wenn nicht, dann freezen wir den 5-Drop und gehen da die Runde da drauf einfach ganz klassisch auf einen 6-Drop. Aber ein Champion of Primus wäre definitiv hier der Pick, der mich dann voranbringt. Das verlieren wir eindeutig. Grave Grobbler kann man nichts gegen machen eigentlich im Early Game großartig. Lava Lurker, Grave Grobbler sind so die zwei schnellsten Temposachen. Auf, bei Dämonen halt noch der Wrath Reaver. Ansonsten ist das schwierig. Ja, leider. 7 Damage, okay. Rein. Called it. Let's go. A worthy opponent. Geil ist das ja alles nicht, aber ich denke, ich nehme für eine Runde einfach mal eine Unit mit hier. So, Champion of Primus, Rache 3. Das heißt, Scalywag greift an, kleiner Pirate greift an und dann noch ein Scalywag. Dann haben die schon mal Attack-Buffs. Und dann hoffe ich natürlich, dass der möglichst lange lebt. Vielleicht müssen wir ein bisschen Spot aufstellen, damit wir den Champion of Primus ein bisschen schützen können. Aber wir sind mit Turn 5 relativ okay. Also es ist ein früher Champion of Primus, muss man sagen, in Turn 5. Hier jetzt nach und nach noch Untote aufstellen, dann kann das gut werden für uns. Wobei wir natürlich jetzt hinterher sind, was die Level Curve angeht. Ne? Wir sind gerade erst auf Tavern 2. Normalerweise leveln Zug 5 alle auf 3 mindestens.
Teilweise sogar noch schneller, weil das Meta unheimlich schnell geworden ist. Aber wir probieren es trotzdem. Wir haben schon Scaling, das heißt, die Richtung steht. Perfekt. Dreimal hat er ausgelöst diese Runde. Das ist richtig gut gelaufen. Stehen wir eigentlich ganz gut da, muss ich sagen. What? Halleluja, die sind alle verdammt gut. Ich lasse den gehen. Und Hero Power einmal. Die Frage ist, was? Der ist gut, der ist gut, der ist gut. Ich glaube aber, der ist der Schwächste hier. Irrelevant, weil ich den nächste Runde nochmal in 5-Drop verwandle. Ja, plus 3 Attack für alle Untoten bisher. Hier die nächste Untote. Reborn gegebenenfalls. Mal gucken. Zweiter Champion of Primus wäre natürlich King, aber wenn es was anderes wird, ist das auch okay. Vielleicht hätte ich dem auch gar keinen Spot geben sollen, weil der geht nächste Runde wieder. Es war halt für diese Runde kurzfristig gedacht, dass ich den auf jeden Fall längerfristig beschütze. Besser wäre wahrscheinlich gewesen, den Spot-Spell auf der Hand zu halten für eine andere Unit. Aber das ist trotzdem okay erstmal. Allerdings wird er hier gut Buffs machen. Aua, eine sehr starke Early Game Quest. Na gut, gegen eine Unit verloren. Fünf Damage ist auch vollkommen moderat hier. So. Nicht schlimm, dann machen wir nächste Runde einen Six Drop draus. Nehmen wir für diese Runde das und das mit. Und das. Ja, nächste Runde machen wir einen Six Drop draus. Und leveln eventuell. Und können den Six Drop noch kaufen. Ob wir was gehen lassen, weiß ich noch nicht. Scallywag wäre natürlich schön, eigentlich sogar zu behalten, um einen Triple rauszumachen. Aber ich brauche natürlich auch irgendwie Board Space. Und die zwei Boneheads sind natürlich besser als die Scallywags, weil sie die Attack-Buffs auch schon haben. Ne? Gut. Schauen, ob der frühe Primus den Wurm fängt. Wie man so schön sagt. Kennt man ja das Sprichwort. Natürlich gut ausgelegt, um hier ein APM Pirate Build zu machen. Jetzt läuft's. Nochmal. Summoner. Leveln. Summoner kaufen. Scalywag gehen lassen. Ja. Fortify. Für wen denn? Für die? Für die? Ist für die. Corpse Refiner wäre sogar noch interessant, so viel wie ich spawne. Wäre das wahrscheinlich gutes Extra-Gold. Aber ich glaube, ich werde jetzt einfach relativ zügig leveln und muss dann einfach damit leben, dass ich die nächsten zwei Runden hoffentlich gut genug bin mit den Attack-Buffs von Primus. Ja, also entweder soll die sterben, wenn sie zuerst angreift, dann kriegt halt einer der Boneheads oder der Primus das Reborn, das ist okay. Oder wenn sie direkt angegriffen wird, dann kann die Handless Reborn kriegen, aber dann habe ich ja auch Board Space, um sie zu reborn. Von daher ist die Aufstellung, glaube ich, ganz okay, um hier maximale Value rauszuziehen. Auch schon ordentlich was am Start bei ihm hier am Stats. Nein, der Primus, der sollte doch bleiben, mein Scaling. Ich hole das hier zwar, aber natürlich schade um den Primus selber.
denke, wir werden leveln. Gucken wir mal, was für ein Five-Block wir hier sehen. Leider nicht. Und da ich jetzt Five-Drops so auch im Shop sehen kann, ist es nicht wert, für den Five-Drop zu freezen, nur um den nächste Runde zu verwandeln. Das heißt, ich kann ihn gehen lassen und verwandle nächste Runde irgendeinen beliebigen Five-Drop in einen Six-Drop. Es ist mehr wert, die Chance zu haben, hier fünf andere Units zu sehen. Eventuell den Primus oder den Bonehead Triple. Eine Alternative für Scalywag. Weitere Spot-Units wären gut. Oder Units, die mir Spot geben. Oder Zauber, die mir Spot geben. So stehen. Gegen Cleave ist halt ungünstig, ne? Ich stehe schon okay. Da ist der Cleave, vor dem ich Angst hatte. Trifft aber okay. Das war jetzt nicht super tragisch. Müsste eigentlich ein easy win sein. Gerade natürlich, dass der Primus hier vorm Auslösen weggemacht wird, aber wir holen das. Wir haben noch so viele Untote mit viel Attack Buffs. Plus 12 inzwischen auf allen Untoten. Er hat überlebt mit einem HP. Lucky you. Lucky you. Hand ist super. Nehmen wir mit. Verwandeln den Five Drop hier. KT. KT nehmen wir mit. Primus. Interesting. Will ich weitere Summoner spielen? Ja, irgendwie schon. Pray for mercy. Auch einen Boardslot, um den Todesröcheln auszulösen und einen weiteren Boardslot, um Reborn auszulösen. Der bleibt Hand besser als Skelett. Skelett spawnt 2, Hand spawnt auch 2, dadurch, dass die Einheit wieder Reborn hat, aber potenziell auf weniger Boardslot ist halt also, man kriegt öfters die Value aus Hand, weil der öfters mal auf vollem Board ausgelöst wird nachher. Also können die Boneheads gehen. Aber Hand kann auch gehen, weil die Hand geht gleich, sobald ich Summoner genug habe. Dann will ich lieber einen Triple auf Champion. Titus Prime, Titus Tribute halte ich auf der Hand. Ich will nicht mehrfach Eternal Knight haben. Ich nutze das nachher, wenn ich mit Mummy Fire mehrfach Todesröcheln geben möchte. Aber erstmal diese Runde Summoner verdoppeln, da drauf die Runde Summoner rippeln. So, volles Board wieder. Oh, er hat schon Golden Morel. Ah, da komme ich nicht dran. Ich habe zwar Attack Scaling, aber er hat das Gesamtscaling. Das wird schwierig. Das wird sehr schwierig. Ja, Morel und KT ist leider die Premium-Kombination. Wer die zuerst findet, gewinnt aktuell Games. Das ist geil, dann kann ich den diese Runde schon duplizieren. Das ist Quatsch. Double Mummy Fire. Dann mache ich die nächste Runde golden und gebe allen meinen Units Reborn. Das kann man ruhig machen. Soll ich diese Runde schon Mummy Fire mitnehmen? Bringt mir das mehr, als auf den zu gehen? Ja,
könnte 1, 2, 3 verkaufen, den Mummifier diese Runde golden machen. Passt. So, wir kriegen einen goldenen Knight, einen goldenen Summoner, aber ohne Reborn. Dann muss man sich überlegen, ob man dann schon Mummifier auslöst oder ob man nochmal einen goldenen Summoner machen möchte. Die Wildfire Elemental sind wild. Aber das passt. So, so langsam kommt das Eternal Night Scaling rein. Wir sind noch über Damage Cap und wir sind auch noch 5 Leute, sodass Damage Cap noch aktiv ist. Das ist gut. Phalanx, Relentless Morgul höchstens, aber glaube ich denn wirklich? Lass den gehen. Ist ein normaler Summoner mehr wert als ein goldener Eternal Knight? Das ist die Frage, die man sich hier stellen muss. Einer von beiden muss gehen, damit ich einen goldenen Summoner und einen neuen goldenen Knight bekomme. Ist der goldene Knight mehr wert als der Summoner? Der Knight, der da rauskommt, ist doppelt so groß. Also der Knight, der da rauskommt, ist nur halb so groß wie der goldene, weil es ein normaler Summoner hier hinten ist. Aber dafür kommt er ja doppelt, weil der Summoner ja nochmal rebound und der Summoner hat auch die Attack-Buffs von meinem Primus. Das heißt, ich glaube, der Summoner ist gerade mehr wert noch. Noch ist da das Stichwort. Ich überlege gerade, ob es sich lohnt, für Primal-Stuff zu freezen. Ich glaube aber nicht. Weil wenn ich den doppelt auslöse, gibt der mir schon 4-mal Reborn. Da brauche ich nicht nochmal auslösen. 8-mal Reborn, wohin damit? Morö-Scaling ist eigentlich, glaube ich, das, was gerade gewinnt. Sylvanas wird hier jetzt jeden töten, oder? Aber ich kriege das nicht mal eingeholt, das Scaling. Ich muss das über die Ritter versuchen. Eigenscaling der Ritter muss das hier regeln. So, er kontert mit mit möglichst viel Tunnelblastern. Was natürlich wild ist. Und es wird ein Unentschieden. Nice. Volles Summoner Scaling. Es ist. Ah, schade. Ich hatte gehofft, wir bleiben mit Damage Cap. Das wäre eigentlich gut für mich. So. Nö, schade. Für später. So. Wenn ich den jetzt auslöse mit Titus Tribute, kriege ich 4-mal Reborn hier, oder? Lohnt es sich hier, Kel'Thuzad gehen zu lassen, nur um 5 Armor zu spielen? Oder hoffe ich, mit Kel'Thuzad Double Kel'Thuzad wäre schon gut. Tripled Kel'Thuzad, nicht Double. So, mein ganzes Board hat Reborn. Gucken wir mal. Schade, ich keinen neuen Reborn. Oh, der kontert perfekt. Ich habe keinen Boardspace, um überhaupt ein einziges Reborn zu bekommen. Wild. Lucky you. Gewinnt zwar trotzdem eindeutig. Aber ich habe keinen einzigen Summoner Reborn bekommen. Und ich habe 4 Summoner auf dem Board. Und ich gewinne das trotzdem mehr als deutlich. Ja, gut.
Also besser kann er mein Reborn-Kram gar nicht verhindern, aber das war eindeutig. So, und jetzt kommen wir gegen den Giant, den wir nicht besiegen werden wahrscheinlich. Und das ist dann leider einfach okay so. Was sollen wir machen? Ich könnte die beiden gehen lassen und mir statt denen einen goldenen Knight und einen normalen goldenen Summoner nochmal holen. Aber dann kann ich nicht Titus Tribute nutzen. Aber ich sollte Titus nutzen. Rauschbot? Dann ist es der leider statt der. Das geht es nicht. Ein Problem. Ja, die Stats sind jenseits von gut und böse. Leider. Aber ich habe halt auch extrem viele Knights am Start. Vielleicht ist das gar nicht so unwinnbar. Bei 400 HP auf dem Eternal bei ihm ist auch heftig. Aber so weit bin ich davon nicht entfernt. Okay, nächste Runde kann ich dann Titus Tribute jetzt auslösen. Dann ist das jetzt so. Nö. Spot? Nö. Jetzt töten wir nur den Eternal Knight ohne alles. Weil wenn ich den mit Reborn töte, habe ich kein Boardspace für den Reborn. Und wenn ich einen Summoner töte, habe ich auch keinen Boardspace. Das heißt, ich glaube, es macht am meisten Sinn, den einfach nur für Scaling den Knight zu killen. Und dann hoffen, dass die doppelte Anzahl von Knights, die ich potenziell spawne, in den meisten Fällen wird dann leider kein Boardspace für Reborn sein. Das heißt, wir müssen mal gucken. Aber, ja, alles, was dann an Space ist, nehmen wir mit. Ist es sogar, ich überlege gerade, ob es besser ist, den KT gegen den anderen KT auszutauschen. Aus dem einfachen Grund, dass der nicht reborned, damit schneller Boardspace für die Eternal Knights ist. Weil solange der auf noch einem Board ist und hier was gesniped wird, wäre das schlecht. Aber eigentlich brauche ich einfach nur Spot für KT und den anderen Knight hier hinten. Na, wir gucken es uns an. So, bisschen Scaling. Ist langsam, aber ist ein bisschen Scaling. So. Stück für Stück. Gut. Läuft doch erstmal ganz gut. Die kleinen Units haben leider gut die Low-HP-Sachen gehittet. Aber ansonsten passt das gerade. Ich glaube, wir haben genug Stats. Hello. Nochmal zwei Knights. Nochmal zwei Knights. Und da wären nochmal zwei gekommen. Geil, da ist das Ding. Also Leute, man kann sich Moreau holen. Geil, wir sind echt dran. Ich hätte nicht gedacht. Ich habe gedacht, der scaled uns weg. Aber es wird jetzt gleich knapp werden. Lächerlich. Ich brauche Titus. Titus, ich brauche dich.
herrscht, Quinlord. Pray for mercy. Ist zu knapp insgesamt. Ja, jetzt werde ich verlieren, oder? Mann! Wegen einem HP hätten wir einen Schaden mehr gemacht. Ich bin jetzt gespannt, ob das... Also, wir, uns fehlen jetzt die doppelten Todesröcheln. Das heißt, wir spawnen viel weniger... viel weniger Eternal Knights. Und das ist dann leider einfach ein Problem. So oder so. Ich glaube, wir können sogar so stehen. Kann gut sein, dass es das jetzt war. Das ist auch nicht viel Scaling, ne? Die Knights kriegen ja nur plus 2 dadurch insgesamt. Hm. Er hat nochmal einen Morö gemacht, okay. Spannend. So, der Knight ist halt das dicke Ding mit fast 500 HP. Passt. Passt. So. Es fehlt ein Knight, oder? Nee, es passt. Wir holen das. Mega knappes Ding hier. Wow. Wir suchen weiter. Ich überlege gerade, ob ein normaler Summoner besser ist als KT. Weiß ich nicht. Ist ein später Mummifier besser als KT? Ja, ne? Weil das entweder auf einem Summoner bringt mir das ein extra Knight oder auf einem Knight bringt mir das ein extra Knight. Heißt, in jedem Fall ist das besser. Das ist spannend. Wir brauchen einen Titus Tribute, dann können wir das Ding gewinnen. Gehe ich damit first? Why not? Entweder er oder er. In beiden Fällen ist es ein Knight mehr. Ich habe halt die Position von dem KT gegen einen Knight getauscht im Prinzip. Der Mummifier ist genauso viel wert wie ein Internal Knight, weil ich den dadurch mehr kriege. Ja. Let's see. This is a fighter to watch out for, folks. Er wird nicht viel größer die ganze Zeit, habe ich das Gefühl. Nur noch plus. Ja, er wird so ein bisschen größer, aber richtig viel halt nicht. So. Aber das Rebound auf ihm ist natürlich geisteskrank gut. Aber wobei, der ist nicht groß, weil er Eternal Knight Stats hat, sondern der ist nur groß, weil der die ganzen Morö Stats hat, oder? Ja, guck mal, der ist winzig. Here we are. Die Armee hat zugeschlagen. Also, ist Eternal Summoner größer als Morö Scaling? Es sah gerade so aus, Leute. Ich hoffe, die Runde hat Spaß gemacht. Wenn das so ist, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Wie gesagt, diese Woche keine Streams, aber lasst gerne ein Follow auf Twitch da, wenn ihr ab dem 8. Februar wieder mit dabei sein wollt. Und ansonsten habt einfach eine geile Zeit. Glocke lang nicht vergessen. Ich bin raus.